Hallöch meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelidee hier auf 9999 Dinge. Ich habe mir wieder meinen Kartensketch Nummer 1 herausgesucht und möchte mit euch heute eine Karte gestalten. Diesmal ist es so ein bisschen was vielleicht für Kinder oder ich sag mal für jemanden, der Minions mag. Und ich habe Folgendes mir herausgesucht. Einmal habe ich hier meine Papiere Paperpad von Studio Light. Da möchte ich gerne mit dem lila Papier arbeiten. Wo habe ich es? Mit dem hier. Dann habe ich mir die Papiere vom Action herausgesucht. Die gibt es derzeit noch. Punched Paper nennt sich das Ganze. Ich habe mal alle hingelegt, die es derzeit gibt. Ich weiß es nicht. Da gibt es einmal die Größe und das. Und ich habe mir hier alle geholt. Ich hoffe zumindest, dass es alle sind. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch immer mal, was ich so im Action geholt habe, wo ich aber keine Holz drehe. Einfach, weil es andere ja schon gemacht haben. Da brauche ich das gleiche ja nicht nochmal zeigen. So, also ich mache heute mit dieser Größe und die ist 10,5 × 14,5 ungefähr. Und so sieht das Papier aus. Also das kann man so schön als Vordergrund nehmen. Und ich habe mich entschieden, ich glaube, ich werde das Grün nehmen. Mal gucken. Oder das Grau. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich nehmen. Dann, damit man natürlich sieht, dass es eine Minions-Karte ist, habe ich mich hier für den Joker entschieden. Und zwar benutze ich hier die Karten Jumbo Playing Cards. Die hatte ich einmal von einem Zuschauer bekommen, von Patrick, in der Ü-Post. Und ich habe sie mir aber jetzt nochmal gekauft. Mittlerweile habe ich sie auch wieder gefunden. Und zwar sind das so richtig schöne große Karten und die kann man wunderbar zum Basteln nehmen. Da kann man nämlich auch hier die Motive. Und es gibt ja auch normale Karten. Da kann man zum Beispiel, wenn einer 8 Jahre wird oder so, ne, kann man die 5 und die 3 vorne auf eine Karte drauf machen. 8 Jahre so ungefähr, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Da werde ich auch demnächst noch mehr mit basteln, weil ich das einfach toll finde, wenn man so mit diesen Karten bastelt. Also die habe ich, werde ich nehmen. Ich lasse das auch mit diesem Joker, passt ja einfach so, ne? Dann habe ich, weil ich ja hier dieses Teil brauche, habe ich mich für diese Blumen entschieden. Dann das hier wollte ich machen mit Washi Tape, da habe ich das entschieden, mich dazu entschieden. Und dann möchte ich ja noch, dass es, weil es eine Karte wird, irgendwie so ein Spruch. Und mal gucken, ja, das sind jetzt die, die ich so gefunden habe mit, ich werde vielleicht Smile nehmen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich wollte heute mal ohne Stampfmaschine machen, einfach mal eine Bastelanleitung, was jetzt auch andere nachmachen können, die jetzt nicht so diese Stanzmaschine und so zu Hause haben. So, meine Guten, dann brauche ich natürlich, hier habe ich mein ganzes Klebekörperchen stehen, meine ganzen Klebebänder und dann würde ich sagen, ich fange an zu basteln. Ich mache das Ganze wieder in einem kleinen Schnelldurchlauf, damit ihr einfach nur seht, wie ich das Ganze bastel und ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Zusehen und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Kann natürlich auch sein, dass das überhaupt nicht harmoniert, ne? Müssen wir mal schauen, was dann rauskommt. Also dann viel Spaß mit meiner Bastel-DIY-Anleitung. So ist es richtig. So, da bin ich nochmal. Die Kamera ist schief, oder? Bilde ich mir das nur ein. So. Ich habe vergessen, ich brauche natürlich den Kartenrolling noch. Und jetzt nochmal kurz eine Frage zwischendurch. Habt ihr auch Lust, dass ich dieses Format mit Briefumschlägen anfangen soll, weil Briefumschläge ist ja auch immer schön, ne? Wenn man so einen schönen Briefumschlag in einem Blumenstrauß hat oder so. Stimmt mal hier oben bitte ab, ob euch das auch interessieren würde, dass ich da auch Briefumschläge verziere, verschönere und gestalte. Also jetzt geht's aber wirklich los.
So, meine Guten, das ist sie, die Karte. Und ja, gut umgesetzt, würde ich sagen, oder? Ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so harmoniert. Falsch. So ist es richtig rum. Ja, gut, hier unten den Tag habe ich halt nicht so. Ich wollte das jetzt nicht mit dem Washi-Tape da so machen. Aber ich habe die Streifen zumindest gemacht. Ich habe den Punkt, ich habe den Hintergrund und ich habe das Schräge, den Tag. Ja, ist schön. Also mit Kartenbasteln, das werde ich demnächst öfters machen. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Da muss ich jetzt gleich mal Ausschau halten, was es noch so von verschiedenen Charakteren für schöne große Karten gibt. So, meine Guten, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das war Cardsketch Nummer 1. Ich habe schon weitere gebastelt. Rohlinge, also werden die nächste Zeit auch kommen. Ich verlinke euch die Playlist zu diesem Cardsketch oben beim i. Da könnt ihr immer gerne reingucken, ob es was Neues gibt. Ihr könnt euch ja, das nachmachen. Und ich habe auch schon Bilder geschickt bekommen auf Instagram, wo ich verlinkt wurde. Also das ist, es freut mich sehr, dass das doch schon angenommen wird. Also bin ich echt, freue ich mich wirklich darüber. Und auch allen vielen lieben Dank, die das so mitbasteln. Freue ich mich sehr darüber. So, ich glaube, ich werde jetzt gleich noch eine basteln zu diesem Cardsketch, damit ich dann zu Nummer 2 übergehen kann. Aber wie gesagt, in einem Jahr kann ich ja wieder das rauskramen. Ne? Bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, denkt an die Abstimmung oder schreibt es mir in die Kommentare, ob ich denn das mit Briefumschlägen machen sollte. Sieht vielleicht auch schön aus. Ne? Kommt im Endeffekt vielleicht dasselbe raus. Also, wisst ihr, wie ich meine? Statt Karte halt Umschlag. Aber manchmal sucht man ja auch Umschläge, die man verschönern kann und dann findet man das halt. Also wie gesagt, lasst eure Meinung einfach da, meine Guten. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katrin.